Ausbeutung, Waffenhandel, Umweltzerstörung. Die Profitgier von großen Konzernen gefährdet unsere Lebensräume und ganze Volkswirtschaften, sagen die Autoren dieses Buches, das neue Schwarzbuch Markenfirmen. Besonders erstaunlich, im Gegensatz zu uns allen, zahlen die porträtierten Konzerne in Österreich fast keine Steuern, obwohl sie natürlich auch hierzulande große Gewinne machen. Ärgern Sie sich jetzt so richtig? Keine Sorge, Ihr Ärger wird noch größer. Andrea Ferstl berichtet. Unfassbare Milliardengewinne. Mit ihren Armen haben Großkonzerne die Welt fest im Griff, sagen die Autoren. Auch dank politischer Unterstützung. Zum Beispiel durch sogenannte Investitionsschutzabkommen. Einfach gesagt sind das Verträge zwischen Staaten, die sich verpflichten, Investitionen von Unternehmen der anderen Länder zu schützen. Die Auswirkung an einem Beispiel. Der Tabakriese Philip Morris klagt den südamerikanischen Staat Uruguay, weil der strenge Antirauchergesetze erlassen hat und das den Zigarettenverkauf sinken lässt. Da Philip Morris seinen internationalen Geschäftssitz in der Schweiz hat und die Schweiz mit Uruguay ein Investitionsschutzabkommen, fordert die Zigarettenfirma jetzt Schadenersatz in Milliardenhöhe. Für die Staatskasse Uruguays eine finanzielle Katastrophe. Das Urteil wird für 2015 erwartet. Österreich hat übrigens mit 62 Ländern Investitionsschutzabkommen. Also das, was wir auch in unseren Ländern als Fortschritt sehen, die demokratischen Errungenschaften, das verschwindet immer mehr, weil immer mehr Konzerne sehr, sehr unmittelbaren Einfluss auf Regierungen nehmen oder weil sie Gerichte installieren, internationale Handelsgerichte, die dann Staaten dazu zwingen, eigentlich demokratische, soziale und ökologische Standards zu unterlaufen. Schon 2001 nahmen die Autoren im Schwarzbuch Markenfirmen große Konzerne unter die Lupe und zeigten auf, wie sie durch Ausbeutung von Mensch und Umwelt ihren Profit maximieren. Was hat sich seither geändert? Das, was mir am meisten aufgefallen ist von den Recherchen, ist, dass die Dinge, die wir 2001 kritisiert haben, Vorfälle, die meistens in Südostasien waren, in Lateinamerika, in Afrika und so weiter, es ist näher gerückt. Ja? Es gibt bestimmte Formen von Ausbeutung, die es jetzt auch vermehrt in Osteuropa oder sogar auch in Ländern wie Deutschland und Österreich gibt. Leider aber weiterhin auch in Asien. Eine Undercover-Recherche des Autors Hans Weiß deckt extreme Grausamkeit im Gesundheitsbereich auf. In Indien würden ideale Bedingungen für Medikamentenversuche herrschen. Pharmakonzerne würden sich profitgierige Forschungseinrichtungen, korrupte Ärzte und die Tatsache zunutze machen, dass sich die Menschen dort praktisch keine Medizin leisten können. Im Test des Autors hätten von 5 hochrangigen indischen Onkologen 4 ihre Brustkrebspatientinnen für Experimente zur Verfügung gestellt, die die Frauen niemals geheilt, sondern mit Höchstgeschwindigkeit in den Tod getrieben hätten. Auch in der Textilbranche hat sich praktisch nichts verbessert. Hungerlöhne und unmenschliche Arbeitsbedingungen. Als im April des Vorjahres die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch einstürzt, sind mehr als 1.100 Tote und Tausende Verletzte zu beklagen. Bis heute weigern sich namhafte Konzerne, den Opfern eine angemessene Entschädigung zu zahlen. Auch neue Geschäftsbereiche nimmt das Schwarzbuch unter die Lupe. Wie maximieren Google oder Facebook ihre Gewinne? Die machen eigentlich 2 Dinge, die wir im früheren Kommunismus immer kritisiert haben, nämlich die Monopolisierung. Ja, also sie versuchen alles aufzukaufen und den Markt komplett allein zu beherrschen. Sie vermeiden Steuern und sie missbrauchen den Datenschutz. Und das alles ist ganz legal. Zum Beispiel eine Methode, um Steuern zu vermeiden. Die Preise werden zwischen einzelnen Tochterfirmen unterschiedlich verrechnet, sodass es nur in Ländern Gewinne gibt, die darauf kaum Steuern einheben. Klingt einfach. Für Konzerne ist es das auch. Deprimierende Erkenntnisse. Klaus-Werner Loher, schönen guten Abend. Ja. Jetzt haben Sie gesagt, es hat viele negative Auswirkungen, sind sogar eher in die Nähe zu uns gerückt. Aber hat es irgendetwas Positives gegeben seit dem ersten Buch, was sich geändert hat? Ja, ich glaube schon, es ist das Bewusstsein für diese Dinge sehr stark gestiegen. Also ich glaube nicht, dass es positive Veränderungen bei den Konzernen gegeben hat. Im Gegenteil, das hat sich seit der Wirtschaftskrise vor allem noch verschlimmert zum Teil. Aber ich glaube, es ist halt in breiten Bevölkerungsschichten ein großes Bewusstsein dafür, dass wir eigentlich diese Art von Wirtschaft nicht haben wollen. Also ziviler Mut sozusagen.
mehr zivilgesellschaftliches Bewusstsein, mehr zivilgesellschaftliches Engagement und natürlich auch mehr Bewusstsein beim Einkauf. Jetzt werden sich natürlich viele denken, okay, ich will jetzt vielleicht nicht den großen Konzernen das Geld in den Rachen werfen, aber wenn wir jetzt beim Thema Computer schauen, da ist es ja de facto unmöglich. Es gibt eben Google, Facebook haben wir schon erwähnt, Microsoft. Gibt es da überhaupt Alternativen? Es gibt kaum Alternativen in diesem Bereich. Das ist zu bedauern. Es wäre eigentlich notwendig, dass man was schaffen würde. Es gibt so Versuche jetzt zum Beispiel mit dem Fairphone, das auch noch nicht wirklich fair ist, aber ein Versuch ist, in die richtige Richtung zu gehen. Deswegen wollen wir auch niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Also ich nutze als Journalist natürlich selbst auch all diese Suchmaschinen und Computerprogramme, Computer, Handys und so weiter. Es geht darum, eigentlich ein Bewusstsein zu schaffen, dass es an der Politik wäre, die Verhältnisse zu ändern. Das heißt, jetzt was die Steuern betrifft. Jetzt bei den Lebensmitteln, da ist es an und für sich schon zu jedem Einzelnen durchgedrungen. Man weiß genau, ist es jetzt regional, ist es nicht. Also weiß man an und für sich. Aber bei der Kleidung zum Beispiel weiß man das überhaupt nicht. Wenn man da einkaufen geht, was können Sie hier den Konsumentinnen und Konsumenten raten? Sie sagen es richtig, bei den Lebensmitteln ist es sehr leicht, so regional wie möglich, so ökologisch wie möglich und nur Dinge, die es bei uns nicht gibt, wie Kaffee und so weiter, möglichst aus dem fairen Handel zu kaufen. Bei der Kleidung, erstens einmal ist es eine gute Idee, nicht seine Freizeit mit Shopping zu verbringen, sondern mit sinnvolleren Dingen. Das heißt nicht so, wie man das jetzt zum Beispiel bei Primark und anderen Firmen propagiert, ein Kleidungsstück zu kaufen, dann womöglich wegzuschmeißen, gleich das nächste zu kaufen. Ja, ich glaube nicht, dass es glücklich macht, dauernd zu konsumieren. Das ist ja, das muss man sagen, dieser Trend ist noch nicht bekannt, gibt es aber in den USA wirklich, dass die Kleidung so billig wird, dass man sagt, gar nicht waschen, sondern wegschmeißen. Auch in Deutschland und die wollen auch bei uns Fuß fassen. Also, und dieses Wegwerfen ist eigentlich vergeudete Zeit. Und wenn man dann auch noch weiß, dass die Menschen, die dafür arbeiten, wirklich ausgebeutet werden, dass die 16-Stunden Arbeitstage haben, dass die fast kein Geld dafür kriegen, in höchst unsicheren Arbeitsverhältnissen herrschen, ich glaube, dann will man das gar nicht mehr. Jetzt haben wir quasi die ganz billige Kleidung besprochen. Aber heißt, gibt es nicht auch Probleme? Fair heißt ja nicht immer gleich teuer. Nein, es heißt, und teuer heißt nicht gleich fair. Also das macht keinen Unterschied. Die einen verdienen mit der großen Masse, die anderen mit den großen Gewinnspannen und überall steht Ausbeutung am Ende. Die Alternative wäre, aus regionaler Produktion zu kaufen. Das gibt es auch bei aber uns. Aber eben, jetzt denke ich mir, wenn man eine Jeans zum Beispiel kauft, weil hier wissen wir, dass eben oft wahnsinnige Chemikalien eingesetzt werden unter Gesundheitsgefahr der arbeitenden Menschen, der herstellenden Menschen. Aber da müsste es sowas wie ein Ampelsystem oder was müsste es da geben? Weil ich wüsste gar nicht, wo ich hinschaue, dass ich weiß, so, jetzt habe ich ein ruhiges Gewissen. Wenn Sie in Wien leben, können Sie bei den Gebrüdern Stitch zum Beispiel ganz, ganz hervorragende Jeans kaufen. Zuständig wäre die Politik. Die Politik müsste dafür sorgen, dass es erstens mehr Kennzeichnung gibt, ja, so wie wir das zum Glück dank zivilgesellschaftlichen Engagements bei der Gentechnik zum Beispiel haben. So eine Art Ampelsystem. Eine Art Ampelsystem, das aber politisch, demokratisch kontrolliert ist und nicht so dieses... Das Problem ist, wir haben sehr viel Gütesiegel, dass man sich nicht mehr auskennt. Eigentlich wäre es Aufgabe demokratischer Regierungen, dafür zu sorgen, dass die sozialen und ökologischen Standards, die wir uns in unseren Ländern in den letzten Jahrzehnten erkämpft haben, auch für Importe gelten. Sie haben das jetzt schon angesprochen, das ist die Brücke zu diesem TTIP, zu diesem Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Heute hat es eine Anhörung gegeben der zuständigen Handelskommissarin, der Cecilia Malmström. Man hat nicht genau herausgehört, ob das wirklich herausgenommen wird oder nicht, aber das scheint extrem wichtig zu sein für die Konsumentinnen. Ja, und das ist ja das Wahnsinn. Man hört nicht genau heraus, worum es da geht. Da wird etwas verhandelt, was unser aller Leben sehr stark betreffen wird, und zwar für die nächsten Jahrzehnte. Ja, und niemand weiß was darüber. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Da beherrschen einige Konzernlobbys die wesentliche Gesetzgebung, während die demokratisch gewählten Institutionen nichts mehr mitzureden haben. Ja, Dokumente, die erst heute veröffentlicht werden. Auf jeden Fall, wenn Sie das lesen, dann werden Sie vielleicht schlecht schlafen. Es liest sich wie ein Thriller, aber vielleicht ändert es auch Ihr Konsumverhalten. Klaus-Werner Lobo, danke fürs Kommen ins Studio. Danke Ihnen herzlich.